Und willkommen zurück bei Let's Play Morrowind. Ja, wir sind auf dem Weg, was tun wir überhaupt? Genau, den Bene reinjagen. Das, was wir schon mal versucht hatten, für die Kriegergilde in Altruhn. Aber wir sind zwischendurch auf diese dätrische Ruine hier gestoßen und da ich ja echt eine neue Waffe brauche, wäre es, glaube ich, ganz cool, wenn wir uns das Ganze hier mal angucken. Innerer Schrein. Vielleicht haben wir ja sogar Glück. Und der Dätra-Fürst hier unten kämpft mit einer... Okay, es ist gar kein Dätra-Fürst, es ist eine Orkfrau. Ui, mit einer großen Axt. Mach's gut. Das ist natürlich eine Zweihand-Axt. Ich kotze hier im Dreieck, echt. Du blöde alte Kuh. Kannst du nicht mal eine gescheite Waffe haben? Echt? Was fällt dir ein? Was fällt dir ein? Hab eine gescheite Waffe, verdammt, du blöde. Oh, Kriegsaxt, warum zweihändig? Leck mich! Leck mich! Oh Mann, das ärgert mich. Warum? Warum können wir kein Glück haben? Naja. Wenigstens ein bisschen Geld und hier nochmal ein ranziger Trank der Flossen. Ich glaube, das ist ein Unterwasseratmungstrank. So. Ja, natürlich. Ork-Armschiene rechts, Mittel. Ork-Turmschild, Mittel. Es ist doch einfach echt zum Verzweifeln hier. Warum ist hier überall nur mittlere Rüstung? Warum? Warum? Habt ihr mal schwere Rüstung hier oder eine blöde, verdammte Waffe hier irgendwo? Hier ist ja nix, hier ist nur Schiss. Nur Mist. Blöde Eier und Sachen hier, die keiner braucht. Was willst du? Ja, ist klar. Ist klar, du. Alter Seppel, stirb. Was hast du? Blödsinn. Dietrich. Wow, wenigstens etwas. Ich raste hier mal kurz. So ein Mist. Innerer Schrein, vielleicht haben wir ja da nochmal Glück. Aber ich glaube nicht, dass wir hier noch irgendwas finden. Mann, ey. Hier geht's wieder nach draußen, wa? Natürlich. Ich würde mich schon über so eine blöde Ork-Einhand-Axt freuen. Natürlich, ein Magier. Natürlich. Wie Ursinium an die Orks fiel. Können wir mal lesen, kriegen wir bestimmt was. Ja, schwere Rüstung. Naja. Immerhin. Ist auch ein verdammt langes Buch. Nehmen wir aber mit. So, wo ist der Dätra? Nirgendwo. Das ist doch wohl nicht wahr hier. Da ist er. Und er hat natürlich eine Chitinkeule. Ah.
Hallo? Droidkeule. Ich werde hier echt noch verrückt. Können wir nicht einfach... Ist hier noch eine Truhe hinten, bitte? Können wir nicht einfach jetzt da drinnen? Bitte, bitte. Nein. Ich werd verrückt hier. So ein blöder Mist, und das haben wir alles schon gelesen hier, den. Das haben wir echt alles schon gelesen, bringt uns alles nix. Ich mach mich verrückt. Nur wieder so eine blöde Keule, die hier 12.000 wert ist und total schwer. Ach, Mann. Weißt du was? Egal, Bücher weg. Wir steigen ja, glaube ich, gleich sowieso eine Stufe. Dann können wir Stärke hochmachen. Das ist Akrobatik. Machen wir uns Akrobatik gerade mal hoch. Und dann pennen wir da oben. Hui! Das sollte ja jetzt eigentlich gleich gehen. Hier noch was? Nö. Dann machen wir uns Stärke kurz hoch. Und ich hatte, noch einen weiteren Schrein irgendwo entdeckt hier. So. Komm schon. Funktioniert das gar nicht mehr? Ach, es funktioniert gar nicht mehr. Das ist ja lustig. Das ist ja witzig. Also es funktioniert nicht mehr so wie früher. Früher konnte man das gut machen. Konnte man sich einfach irgendwo hinstellen. Aber jetzt muss man echt richtig hüpfen. Okay. Meinetwegen soll mir recht sein. So. Rasten, rasten, rasten. Bis geheilt. 12 Stunden. So. Stärke. Schnelligkeit. Geschick. Ah, Geschick. So. Sehr schön. Können wir nämlich 15 Kilo mehr tragen. Das ist schon mal ein Vorteil. Mann, das ärgert mich jetzt. Ich hab diese blöde Rüstung hier satt. Ich will was Richtiges. Warte mal. Ach! Sieh mal einer an, ich mach mal kurz Quicksave. Er hat natürlich ein Schwert. Natürlich hat er ein Schwert. Bestimmt ein total tolles. Sterbt wenigstens in Ehre. Sterb du mal ein bisschen schneller. Ist nämlich echt anstrengend hier. Flieht, solange ihr könnt. So. Wow. Das ist... Wow. Hauptsache eine komplette Ork-Rüstung gefunden, aber es ist... Ich sag dazu nix. Ansonsten ist hier oben natürlich auch nichts. Außer der Typ, die Tussi oder was es auch immer war. Reparieren. Hallo? Klong, 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 klong. So, Schmied hat sich auch nochmal erhöht. Das lässt mich echt verzweifeln hier. Nee, ich hatte... Warte mal, wo war das? Ich hatte hier irgendwo... Irgendwo hatte ich doch noch was entdeckt. Da hinten. Und das wird hoffentlich...
was anderes sein. Geh weg. Geht fort mit dir, du elender Fisch. Oh, jawohl. Weg mit dir. Das sieht aus, als ob es was anderes wäre. Hier liegen anscheinend zwei nebeneinander gleich. Zwei detrische Ruinen. Ist für uns nur von Vorteil. Oh. Massenansammlung hier hinter uns. Hallo. So. Okay. Das sieht nach was anderem aus. Ich hoffe es doch, vielleicht haben wir ja da Glück. Ich denke zwar auch wieder, dass wir... Und ich glaube, dass wir so Pech haben, kann auch damit zusammenhängen, dass wir noch nicht... so eine hohe Stufe haben, obwohl 13, da müsste eigentlich schon irgendwie mal was Gutes hier rumliegen. Und es ist Onisirallis. Okay. Das ist was anderes. Sind natürlich Feinde in der Nähe, nur wo? Feind. Da ist der Feind, ich sehe ihn. So. Das bringt uns so gut wie echt überhaupt gar nichts mehr. Das bringt echt überhaupt nichts. Naja, soll genügen. Haben wir noch so ein... Ah, gibt es hier so einen Ausdauertrank? Keine Ahnung. Morgenlufttrank vielleicht? Ja, Morgenlufttrank ist für die Ausdauer. Sehr schön. So, der Standardgenesungstrank bringt dann auch doch ein bisschen was. So, da kommt er auch schon angejoggt. Zaubert natürlich als erstes mal seinen blöden Feuerball. Oh. Au. Okay. Hallo? Spinnt ihr total hier jetzt? Hey, was ist denn hier los? Natürlich. 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 Ich meine, wir könnten die auch... Ich meine, wir könnten auch eine Zweihand-Axt nehmen, aber das ist ja nicht der Sinn. Wir haben ja Blocken. Ich... Eine halbnackte Frau am Feuer. Allzeit bereit. Mit einem GI. Ich kann euch nicht helfen. Lasst euch woanders heilen. Danke. Das... Okay. Ich glaube, die haben hier nichts zu tun. Nee, weil wir haben ja ein Schild. Und wenn man ein Schild hat, dann will man eine Einhand-Axt. Das ist einfach so und ja. Och. Und deshalb hätte ich die wirklich gerne. Ja,
Deshalb gehen wir jetzt mal zurück zum Eingang. Vielleicht haben wir ja echt irgendwie jetzt mal Glück. Dann wird das halt eine Loot-Folge hier, dass wir mal irgendwie Zeug zusammenbekommen. Das wird ein Spaß. Ich werde siegreich sein. Du alte Grinsebacke, mit Sicherheit nicht. Wayne 2.0 hier. Und mit einer besseren Waffe würde das wirklich schneller gehen. Eindeutig. Eindeutig. So, genug hier rumgelacht. Natürlich auch wieder nur Stahl. Stahl und ein Silberlangschwert. Die bringen überhaupt gar nichts mehr hier. Die nehmen wir uns auf. Das bringt echt nichts. Wir haben zu viel Leben. Eindeutig zu viel Leben. So, ist hier oben noch einer? Ja. Ich hätte es nicht übertreiben dürfen. Du, nee. Ach, okay, er verzaubert uns natürlich mit 2920 Regenhand. Das sieht so aus, als ob wir was lernen, ja. Wiederherstellung, das bringt uns natürlich nicht so viel. Das bringt uns echt nicht viel. Ah, wir können wieder laufen, sehr schön. Ich glaube, hier haben wir wieder kein Glück. Das Glück hat uns verlassen. Eine nackte Nordfrau. Dummes Pack. Oh ja. Ui. Alter. Oi. Die haut ordentlich rein mit ihrem Knüppel hier. Hat natürlich auch wieder nichts Interessantes. Wie so oftmals hier. So, kippen wir uns nochmal drei hiervon rein. Oder meinetwegen auch vier. Damit wir so ein Stückchen hochheilen. Denn es ist ja doch nicht ganz ungefährlich hier. Oh. Ich sehe es doch jetzt schon. Er hat auch wieder nur ein blödes Langschwert und hat auch... Aber der sieht gefährlich aus. Fühlt es sich an? Was? Okay. Wie fühlt es sich an, wenn der Tod naht? Er hat einen ordentlichen Hammer. Bringt uns natürlich auch wieder nix. Bringt uns echt nix. Alter, ey. Stirb. Und wieder nur eine Mistrüstung. Mittlere natürlich. Natürlich. Was auch sonst. Was auch sonst. So, jetzt hauen wir uns mal den Guten hier rein. Okay. Hui, der war gut. Der war sehr gut. So, da hinten wartet noch ein Magier und noch ein anderer Typi. So, als erstes er und ich versuche... Ich lasse ihn erstmal hier sein Mana so ein bisschen aus... Und dann versuche ich nicht da oben hinzugehen, denn da kommen ja dann recht schnell kommt ja da der Dedra-Typi. Da liegt nur ein blöder Seelenstein, ey. Keine Truhe. Was willst du denn, Zwerg? Hör auf damit. Ja, eine Einhandwaffe! Verdammt. Ziemlich starke sogar, aber es ist, glaube ich, nur eine Silberaxt. Ihr verdient es nicht zu leben. Was? Ja, ja. Genau, atme mal tief ein, bevor du stirbst. Ja. Das ist... Natürlich. Eine Silberflammenaxt.
Mit 10 Ladungen, das bringt nix. Können wir genauso gut unsere behalten. Das bringt einfach echt überhaupt nichts. So, dann kann ich hier... Ja. Okay, so kann ich ein bisschen verschnellern. Da lohnt es nicht mitzunehmen, weil so, ja, nach 10 Schlägen ist halt diese Ladung verbraucht. Und um, ja, das... Da liegt aber eine Axt. Nee, liegt's nicht. Natürlich nicht. Okay. Da liegt keine Axt. Ach, wie geil. So. Kommt hier keiner? Ja. Wollte es gerade sagen. Und was hat er? Eine Zwergenaxt! Ja, eine Zwergeneinhandaxt! Geil! Neue Waffe, andere Waffe! Besser als unsere! Ja! Eins bis 24! Eins bis 20! Ja! Bibi! Total überladen! Ja, warte mal, das Ding kann er eigentlich auch hier. Braucht ja auch kein Mensch. Geil! Geil! Eine Waffe! Eine neue Waffe! Endlich! Endlich ist unser hässliches Outfit fast komplett. Hier ist jetzt nichts mehr, ne? Auch keine Truhe. Nee, war keine Truhe. Okay. Naja, immerhin eine neue Waffe. Yippie. Mit 4 mehr Schaden. Das ist doch schon mal was. Zwar auch nicht besonders hübsch, aber... Naja. Besser als nix. So, und jetzt wollte ich... Ach du Scheiße. Warte mal, wir müssen... Och, ich wollte zumindest schon mal zu diesem Banditenlager gehen. Das war ja hier drüben dann irgendwo, ne? Ich weiß zwar echt nicht mehr wo. Aber wir werden es sicherlich gleich rausfinden, nachdem uns hier wieder 10.000 Viecher angreifen. Oder auch nicht. Eben habe ich doch einen gesehen. Ist doch was. Hä? Merkwürdige Schatten? Okay. So, das war, glaube ich, wirklich ganz da hinten. Achso, das sind Netschkühe übrigens. Sehr viel kleiner als ihre männlichen Gegenparts. Was ja doch irgendwie komisch ist. So riesen andere Viecher. Ah ja, doch, doch, da hinten war es. Ich erinnere mich wieder. Die Erinnerung kommt wieder hoch. Das war ja gar nicht so schwer zu finden. Oder? Nee, das war das da hinten gar nicht. Das ist das gar nicht. Das war hier, ne? Ja. Ja, hier war das. Genau, Sargon. Okay. Und vor Sargon machen wir jetzt kurz... Ihr Envar! Hallo? Total bescheuert hier. Ja, natürlich. Hallo? Wer auch sonst? Wenn nicht ein Assassine. Nur leider sind wir so vollgepackt, dass wir nicht mehr großartig viel mitnehmen können. Schade, schade. Gut, das soll genügen. Lass mal den Rest da. Jetzt raste ich nochmal. Werde nicht gestört. Sehr schön.
Dann, warte, repariere ich nochmal. Nein. Ach, egal. Reparieren wir einfach alles hier. Ach, komm schon. Sehr schön. 61, können wir sogar doch noch was mitnehmen. Alles? Ja. Sehr schön, kriegen wir alles mit. Okay. Und nächstes Mal kümmern wir uns dann um diese dreckigen Banditen hier. Also, bis dann, tschüss!